Simon Fischer und Michael Christian haben das Filmemachen zu ihrem Hauptberuf gemacht und leben davon. Sie wollten nicht warten, bis Hollywood oder eine Produktionsfirma anruft. Weltpremiere, ein Drama um zwei amerikanische Polizisten. Gewalt, Gangs und Macht, das sind die Zutaten eines Films. Zwei amerikanische Polizisten im Kampf gegen Gangkriminalität. Gewalt, Gangkriminalität und viel Macht. Maschinenblut. Ein Film, der in Mittelfranken gedreht wurde. Zwei junge Filmemacher aus Rot, die stecken dahinter. Simon Fischer und Michael Christian. Titel des Films Maschinenblut. 10-1, 10-1, 10-1. Achtung! Und bitte! Stopp! Das ist es, schmeckt. Vielen Dank. Also dieses Gesamtprojekt ist schon herausfordernd, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe, wir sehen da bald mehr davon auch im Kino. Diese beiden sind halt einfach super Vorbilder. Ja, junge Menschen, die sich in der Region auch engagieren. Das Premierenpublikum ist begeistert. War ein sehr, sehr schöner Film, sehr gut. Toller Film, tolle Schauspieler. Sehr, sehr cool, sehr beeindruckend. Ja, also phänomenal, was hier geleistet wurde. Fantastisch. Kompliment. Emotional war es. Ich bin wahnsinnig stolz auf das Endergebnis. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von dem Endresultat. Michael Christian und Simon Fischer, zwei junge Männer, die sich ihren Traum vom Film einfach selbst erfüllt haben. Ja, die machen was, ne?